Wir fangen mit dem Zuschnitt an. Ich schneide immer zuerst die größere Teile zu. Das ist das Vorderteil und das Rückenteil. Das Vorderteil schneiden wir zweimal aus dem Stoff. Es wird nicht im Bruch zugeschnitten. Und ihr solltet dabei beachten, wo die Nahtzugaben hingehören. Wenn ihr die Jacke so näht, wie ich das vorhabe, so dass ihr die Kanten hier offen lässt am Halsausschnitt, braucht ihr hier keine Nahtzugaben dazu zu geben. Es wird dann einfach mal gerade mal so abgeschnitten. Die Nahtzugaben brauchen wir bei den Schulternähten. Das sind die Ärmel. Die Zwicke bitte nicht vergessen. Ich mache bei dem Zwicken immer so einen ganz kleinen Schnitt in den Stoff rein, so 0,3, 0,4 mm, sodass ihr dann später euch einfach orientieren könnt. So, dann halt die Seitennaht. Hier kommt noch die Tasche hin. Bitte nicht beachten, ich habe halt einfach alle Modelle schon vorgenäht, deswegen ist bei mir hier getrennt. Aber genau, die Tasche, bei den Taschen mache ich auch genauso, dass ich bei den Zwicken so 3-4 mm einschneide, sodass ich später einfach mal die Taschenposition einfacher finden kann. Und genauso am Saum brauchen wir keine Nahtzugaben, wenn wir die Jacke nicht versäubern. So, jetzt gehen wir mal zu dem Rückenteil. Genau, Rückenteil wird einmal zugeschnitten im Bruch. Hier ist der Bruch, es ist aufgezeichnet. Genau, worauf ihr noch immer beim Zuschnitt achten solltet, das ist das Fadenlauf. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Jacke einfach schöner fällt. Hier brauchen wir Nahtzugaben an dieser Stelle, das ist ganz oben, damit wir später die Passe dran nähen können. Genau, wir brauchen die Nahtzugaben an dem Seitenteil. Hier haben wir auch einen Zwick, der ganz wichtig ist. Genauso die Taschen, die Zwicker. Und am Saum habt ihr keine Nahtzugaben. Und hier ist der Bruch. Da braucht ihr auch keine Nahtzugaben. Was wir bei dieser Jacke noch haben, sind die Ärmel. Die werden auch zweimal aus dem Stoff zugeschnitten. Hier solltet ihr auf die Nahtzugaben auch achten, an den Seiten und dann halt oben drum. Hier ist der Zwick ganz wichtig, dass ihr einfach die Position der Schulter dann auch sehr einfach finden könnt. Genau, und unten auch genauso keine Nahtzugaben, vorausgesetzt ihr näht mit ohne Versäubern. Dann haben wir nochmal eine Passe fürs Rückenteil. Die wird auch im Bruch zugeschnitten, diese Stelle, könnt ihr mal sehen. Genau, am Hals keine Nahtzugaben, beim Schulter eine Nahtzugabe, an der Seitennahtzugabe und eine Nahtzugabe, damit wir die Passe auch annähen können. So, und noch ein letztes Teil, das sind die Taschenbeutel. Die Taschenbeutel werden viermal zugeschnitten. Hier solltet ihr unbedingt auf den Fadenlauf achten und genau nicht vergessen, dass es dann nicht zweimal, sondern viermal zugeschnitten wird. Das ist dann halt auch ganz wichtig. Die Nahtzugaben bei den Taschenbeuteln sind 1 cm rundherum. Sobald wir mit dem Zuschneiden fertig sind, fangen wir mit dem Nähen an. Das, was ich jetzt hier habe, das ist das Rückenteil, das untere Teil. Wir haben hier im Rückenteil eine Naht, die entlang der Jacke so verläuft. Und ich habe das Teil so zugeschnitten. Es bleibt auch so liegen. Ich werde es jetzt nicht irgendwie auseinanderklappen oder so. Wir haben es im Bruch zugeschnitten, deswegen bietet es sich sehr gut an, dass wir einfach mal hier bei 0,5 cm entlang der Linie abstecken. Das gibt dann so ein schönes Verzierelement und streckt auch nochmal die Figur und macht auch die Figur ein bisschen schlanker. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Genau, wir gehen einfach mit einer ganz normalen Nähmaschine und steppen jetzt hier 0,5 cm ab. Und dann zeige ich euch gleich. Hier stippen wir einfach dann bei 0,5 ab und später bügeln die Naht auseinander, sodass es dann eine sehr schöne gerade Verzierung gibt. So, das ist jetzt die linke Seite des Stoffs. Jetzt bügele ich das einmal auseinander. Und von der rechten Seite seht ihr, dass es halt durch das Bügeln so ein bisschen mal nach links, mal nach rechts schaut. Ich werde das Ganze jetzt nochmal von dieser Seite bügeln und schauen, dass ich halt eine Richtung für mich auswähle, wo diese Falte dann hingelegt wird. Entweder nach links oder nach rechts, wie es euch gefällt.
So sieht es fertig aus. Ich habe jetzt diese Falte zu einer Seite gebügelt. Und jetzt können wir uns schon mal an die Passe machen. So, jetzt können wir schon die Passe annähen. Dafür legen wir die Passe einfach rechts auf die Jacke drauf und nähen bei einem Zentimeter an. So, die Passe ist jetzt angenäht. Ich werde jetzt diese Naht schön bügeln und die Nahtzugaben werde ich Richtung Schulter legen. Dann haben wir hier einfach mal eine schöne Stelle, auch an dieser Stelle. Dann haben wir nicht so viel Stoff an einer Seite. So, sobald wir das jetzt haben, nehmen wir die Vorderteile, die beide, und werden die rechts, das ist mein Vorderteil, das ist mein Rückenteil, ich lege die rechts aufeinander und werde jetzt bei einem Zentimeter hier die Schulternähte nähen auf der Seite und natürlich auch auf der anderen Seite. Ich habe jetzt die Schulternähte schon gebügelt. Und die Nahtzugaben habe ich Richtung Rücken gebügelt. Ich finde das einfach, sieht ein bisschen schöner aus. Genau, und jetzt machen wir uns an die Taschen. So, die Taschen. Bei den Taschen haben wir 4 Taschenbeutel, die wir jetzt vorerst vorbereiten werden. Damit die Taschen sich schön hinlegen in die Seitennaht und nicht abstehen und da auch keine übereinander Nähte stattfinden, schlage ich vor, dass wir uns die Tasche auf diese Art vorbereiten. Und zwar, wir zeichnen uns zuerst eine Linie 1 cm von der Kante ab. Das ist quasi diese weiße Linie, die ich schon bereits vorgezeichnet habe. Und dann nochmal 2 Linien, einmal hier 1 cm und dann nochmal 1 cm auf diese Seite. Und hier haben wir quasi so einen Punkt und hier noch einen Punkt. Und genau zwischen diesen 2 Punkten nähen wir dann auch. Das heißt, wir nähen nicht bis zum Ende, sondern wir nähen von hier bis hier. So, sobald wir alle 4 Taschenbeutel vorbereitet haben, nähen wir die an. Ich habe hier das Vorderteil liegen. Ich habe jetzt diesen Taschenbeutel rechts auf rechts gelegt. Schaut mal, da sind die Zwicke. Das heißt, der Taschenbeutel befindet sich genau zwischen diesen 2 Zwicken. Ja? Und nähen werde ich jetzt ab diesem Punkt entlang der weißen Linie bis zu diesem Punkt. Ich empfehle auch, diesen Schritt mit der normalen Nähmaschine zu machen und nicht mit dem Overlock, da ihr bei der normalen Nähmaschine einfach mehr Kontrolle habt. So, schaut mal, ich habe jetzt das erste Taschenbeutel angenäht. Wie gesagt, von diesem Punkt, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier noch ein Zentimeter lose ist und hier auch genauso, damit wir die Taschenbeutel später einfach zusammen nähen können. Genau, ich habe es vorgenäht und jetzt wiederholen wir diesen Schritt bei allen anderen Taschenbeuteln. Wir haben noch 3 Stück. Eine wird noch auf das Vorderteil gelegt und 2 Gegenstücke werden dann auch nochmal auf das Rückteil draufgelegt. Und dann nähen wir das jetzt noch an. So, und sobald alle Taschen dran sind, werden wir jetzt diese Naht auseinanderbügeln, sodass es sich schön hinlegt, sodass wir auch die Taschen jetzt schön zusammennähen können, ohne dass es etwas sich zusammenzieht. So, jetzt legen wir unsere Taschenbeutel aufeinander, rechts auf rechts. Das heißt, auch das Rückenteil auf das Vorderteil, rechts auf rechts gelegt und die Taschenbeutel schön zusammenlegen. Und jetzt werden sie zusammengenäht. Und zwar, wir nähen, ihr seht, hier ist so eine ganz kleine Stelle, ja, so eine Öffnung. Und wir nähen von diesem Punkt an, nicht über die Naht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Naht hier, dass diese Nahtzugaben von dem Vorder- und von dem Rückteil nicht angefasst werden. Weil ansonsten wird es sich so ein bisschen alles zusammenziehen und sieht dann nicht schön aus. Wir nähen jetzt wirklich von diesem Punkt, den Taschenbeuteln entlang, bis zu diesem Punkt hier. Auch nicht über die Nahtzugaben nähen. Hier könnt ihr arbeiten, so wie ihr möchtet. Nähmaschine oder Overlock, wie es euch gefällt. So sehen dann die fertigen Taschenbeutel aus. Ja, wir haben wirklich von dieser Stelle hier genäht, nicht über die Naht genäht.
schön hier entlang. Ich habe halt jetzt mit einer normalen Nähmaschine genäht, bis zu diesem Punkt hier, auch nicht über die Naht genäht. Das ist quasi die Garantie dafür, dass später sich alles schön hinlegt und nichts zieht. So, und jetzt nehmen wir unseren Ärmel, legen das rechts, auf unsere Jacke vom Zwick, über diesen Schulterpunkt, das ist der Schulterpunkt bei mir, das ist die Passe, und bis zum Zwick im Vorderteil und nähen das jetzt bei einem Zentimeter entlang an. So, jetzt habe ich die Ärmel angenäht. Die Naht habe ich dann nochmal schön gebügelt, dass es sich alles schön hinlegt. So, jetzt ist uns eigentlich nur noch ein letzter Schritt geblieben. Wir schließen jetzt die Ärmel und die Seitennähte. Die Ärmelnähte schließen wir einfach mal entlang, entlang der Ärmel bis zu der Ecke. Hier die Ecke schön nähen und bis zu den Taschen. So, hier an dieser Stelle muss man aufpassen, dass wir nicht über die Nahtzugaben von den Taschen nähen. Ihr näht einfach entlang und hört dann quasi hier auf. Dabei dürft ihr nicht das hier nochmal mitnehmen. Ja, es muss schon dann irgendwie so auf die Seite gezogen werden, sodass ihr nur die Nahtzugaben von der Jacke näht bis zu diesem Punkt. Und dann schauen wir mal weiter. Und unten ist es genau das gleiche Spiel. Wir dürfen nicht über die Tasche nähen, das heißt, wir nehmen die Nahtzugaben, legen die zusammen und nähen wirklich ab diesem Punkt los und dann einfach bis zu dem Saum. So sieht es dann im fertigen Zustand aus. Wir haben quasi die Ärmelnaht zusammen mit der Seitennaht geschlossen, genau bis zu der Tasche hin und dann unten auch ab der Tasche bis zu dem Saum nach unten. Und genau, wir sehen hier, genau bis zu dem Punkt. Genau, jetzt werde ich die Jacke nochmal bügeln und dann schauen wir mal, wie es fertig aussieht. Und so sieht die fertige Jacke aus. So, ich habe jetzt die Kanten am Vorderteil jetzt alle offen gelassen, nicht versäubert. Die Ärmel habe ich jetzt ein bisschen umgekrempelt. Seht ihr das? Dass ein bisschen umgekrempelt ist. Genau. Die Tasche in der Seitennaht finde ich auch sehr, sehr schön, sehr,